Hallo und herzlich willkommen im Sportsland auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde UFC 4. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer erfolgreichen 7. Titelverteidigung versuchen wir heute die 8. auch erfolgreich umzukriegen. Jetzt muss ich gerade schnell schauen. Ich glaube, einmal Submission braucht er die noch. Einmal Submission braucht er die noch, dann oder einmal Pay-Per-View-Kunden braucht er die noch, dann hebt man den Status Glory geschafft. Dann schauen wir mal, ob mir das gelingen wird, dass ich hier eine Submission zusammenbringe. Ich glaube, mein Plan war zwar ein bisschen anders, aber Pläne ändern sich ja. Der UFC-Titel im Mittelgewicht steht heute in diesem Kampf auf dem Spiel. Wir sehen hier einen der vielseitigsten, ausgewogensten Kämpfer in dieser Gewichtsklasse. In der Tat. Er ist im Octagon einfach auf alles vorbereitet, zeigt nahezu keine Schwächen. Ja, dort im Octagon blüht er einfach auf. Du willst ihn zu Boden befördern? Viel Glück dabei. Ein Schlagabtausch im Stehen? Kein Problem. Seine Submissions? Absolut perfekt. Er hat definitiv das Zeug zum UFC-Champion. Schnelligkeit, das ist sein Spezialgebiet. Und damit kann er nicht nur immer wieder exzellent ausweichen, sondern auch seine eigenen Angriffe ins Ziel bringen. Da hat es jeder Gegner schwer. Okay. Wie war es, dass wir schon mal gegen ihn gekämpft haben? Der Titelverteidiger auf dem Weg ins Oktagon. Er hat ohne jeden Zweifel einige der gefährlichsten Chokes der gesamten MMA-Welt. Seine Technik ist perfekt, seine Hebe sind einzigartig und es gibt quasi kein Entkommen. Wenn er den Hals seines Gegners heute zu packen bekommt, dann könnte dieser Fight schnell zu Ende sein. Gehört CM Punk der All Elite Wrestling League Crew. Also falls das wäre nicht mitkriegt. Werfen wir einen Blick auf die Profile der beiden Kämpfer in unserem Hauptkampf. Ladies and gentlemen, the evening. Ich habe jetzt sogar mehrjährigen Vertrag unterschrieben, haben sie gesagt in einem Video. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the Honda Center in Anaheim, California. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC Middleweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 20 wins, 10 losses, and 1 draw. He stands 6 feet tall, weighing in at 185 pounds. Presenting the challenger, Marvin Vettori. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a wrestler, holding a professional record of 29 wins, 1 loss. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 185 pounds. Fighting out of Chicago, Illinois, presenting the reigning, defending, undisputed UFC middleweight champion of the world. Wollt ihr uns nicht mehr sagen, dass wir das hier im Punk sind, oder was? Alright, this is for the UFC Championship. I want you to obey my commands at all times, protect yourself at all times, on a nice, clean, safe fight. Touch gloves, back and forth. Ja, schauen Sie sich diese Blicke an. Die sagen alles, die wollen endlich loslegen.
Die können es kaum erwarten. Gut, bin ja nicht wütend. Dann ja, machen wir ja gerade Faust an Faust drin. Im letzten Kampf ging es für ihn ja um den Titel und da hat er gezeigt, dass er mit Druck umgeht, dass er dann aufblüht, wenn es um alles geht. Toller Sieg am Ende durch K.O. Der Haken, schöner Kopftreffer. Der Headkick kommt nicht durch seine Deckung. Da landet sein Kick am Kopf des Gegners. Und der hat gesessen, erstaunt, er besser aufpassen. Heute klarer Rückungstreffer, glaube ich, aber nicht jetzt so dramatisch. Aber setzt er den Kick zum Kopf. Ich wundere, dass sein Gegner hier nach diesem Tritt nicht zu Boden gegangen ist. Ja, wundert mich jetzt auch. Oh Mann, was für ein Kick zum Kopf hier. Und das war nicht der erste. Ein Wunder, dass sein Gegner hier noch steht. Ja, keine Ahnung, wie er das macht, aber ich denke, das kann nicht mehr lange so weitergehen. Oh Mann, da kommt der nächste Punchstoß. Er findet immer Titel, wieder die Lücke in der Decke. Aber jetzt sollte er besser aufpassen, da kassiert er einige Treffer am Kopf. Ja, und dabei hätte er die so einfach verhindern können, aber er bewegt seinen Kopf einfach überhaupt nicht. Da brauchst du dich aber nicht wundern. Mit dem Kick zum Bein versucht er hier seinen Gegner auszubremsen. Ja, die Masse macht. Je öfter er diese Stelle trifft, desto langsamer wird sein Gegner. Da ist der Kick, aber kein Treffer. Den Kick blockt er ab. Schöner Haken. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Oh, dieser schwere Rückungstreffer. Treffer mit diesem Punch. Oh, ein übler Kick zum Kopf von ihm. Mann, wie kann sein Gegner da immer noch stehen? Ja, ja, Wechsel der Auslage. Oh, was für ein schöner Takedown. Zieht er seinem Gegner beide Beine weg, hat hier den richtigen Moment abgepasst, als sein Gegner... Brooks versucht, eine Arm-Triangle anzusetzen. Aus dem Choke befreit er sich nicht mehr, das kann er unmöglich schaffen. Ah, der Choke ist zu gut, er muss jetzt abklopfen. Ah, ja, kippen wir es. Boah, das nenne ich Kampfgeist, dass er das durchgehalten hat. Er ist jetzt in der Side-Control. Das sind die letzten Sekunden der ersten Runde. Schöner Wechsel zur Vollmount. Ja, die erste Runde ist zu Ende. Schwierig zum Einschätzen, wenn man da ein bisschen tanzt. Ihr einen gescheiten Treffer kassiert. Ihr habt einen gescheiten Treffer kassiert. Ab in Runde 2. Na, zuerst wird's stark fahren. Oh, ein Roundhouse-Kick ins Nichts. Oh. Ja, schön den Kick abgeblockt. Schöner Treffer. Schöne Kombination. Und alles Volltreffer. Oh, yeah. Jetzt kämpfen sie mit offenem Visier. Tolle Angriffe hier. Und da geht er zu Boden. Er holt sich den Double Leg Takedown. Brooks sucht nach einer Chance zur Arm Triangle. Aus dem Choke befreit er sich nicht mehr. Das kann er unmöglich schaffen. Keinen Kopf mehr, perfektes Abwischen. Und jetzt ist er wieder frei. Er kontrolliert seinen Gegner. Schöne Positionswechsel. Das läuft ja alles sehr flüssig ab. Da lässt er seinem Gegner keine Chance zu entkommen. Sehr guter Treffer mit dem rechten Punch. Brooks setzt zu einer Armbar an. Sein Arm. Schöne Positionswechsel hier am Boden. Sehr präzise Technik.
Ja, das ist echt sehr schön anzusehen hier. Da zeigt er sehr schöne Positionswechsel. Ja, sein Grappling hier am Boden ist wirklich sehr gut. Und da richtet er sich auf. Jetzt geht's gleich rund. Ja, sie stehen beide wieder auf. Mit der rechten trifft er hier. Oh ja, und wie? Ich würde da voll auf Kick setzen. Ja, geht ja nicht so leicht weg. Sauberer Treffer. Jetzt muss ich noch sitzen. Jawohl. Wie da nicht noch gesitzt hat, wenn ich Schluss will. Wie da nicht noch gesitzt hat. Dann. Er hat seinen Gegner gnadenlos aus. Der Plan war zwar andere, dass man uns submission will, aber dort bam, der Hocken sitzt ein, ist er niedergegangen. Hier ist noch mal da ist die Gerade. Da ist der Hocken, trifft voll schier rein. Jetzt kommen die schweren Hocken am Boden. Da, genau. Am Auge an der Schläfen. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Auge Schläfe da rum, ja, im Bereich. Geht auch oder Tuch. Mit sich selber hervor zu übernehmen, Auge. Ja, sein Gegner hatte den großen Traum vom Gürtel. Jetzt muss er unverrichteter Dinge wieder heimgehen. Ja, nichts war's mit der Wachablösung. Herzlichen Glückwunsch an den Alten und Neuen. Aber er hat guten Widerstand geleistet. Er hat guten Widerstand geleistet, muss ich schon sagen. Aber es kommt halt dazu, im Bodenkampf werden wir nicht mehr so gut werden, weil wir schon im Alter so fortgeschritten sind. Aber da sieht man noch einmal den sauberen Haken, der was eigentlich zum Bodenschicht, da war eigentlich ja dann richtig gut noch zu und dann da der schwere Haken, der rechte, der was dann komplett die Lampe ausdruckt. So. Naja, Gegner. Ah gut, also, ich glaube, gegen den haben wir noch nie gekämpft. Schauen wir mal, wie lange das sie uns da noch gewähren leisten. Jetzt über 50. Singen kümmern. Versuch in den Bodenkampf zu kommen, okay? Geiler Takedown, Junge! Sau stark, Mann! Genau so will ich das sehen von dir! Auf jetzt! Mehr Bewegung! Klasse, das machst du gut.
noch, Kim. 20 Sekunden hast du noch. Ja. Ich bin echt begeistert von deinem Grappling. Ja. Und vor allem, wenn wir Stufen aufgestiegen sind. Also muss er nur härter werden. Schauen wir, dass wir so schnell wie möglich aufgekommen mit der Top-Fitness. So, kommen wir schon mal. Ordentlich Gas gibst und Druck machst, ja? Achte auf den richtigen Moment, dann push! Klasse! Starke Kombo! Jawohl! So macht man das bei uns! Super! Noch kommt der hin. Gute Kombo, Junge. Weiter so. In 30 Sekunden war's das. Eine solche Treppe im Kampfhaus und alle werden dich fürchten. Es passt gut. Im grünen Bereich. Das passt gut.
können wir noch einmal Ringen machen, einmal Muay Thai. Und dann die andere Woche schauen wir, dass wir. Darauf kommt dass es an, wenn du deine Kämpfe gewinnen willst. Richtig so! Nicht gleich, dann müssen wir jetzt so aufheben, dann haben wir wenigstens die 10 Bonuspunkte. Yeah! Geile Leistung! Gut gemacht! Fetter Takedown, Junge! Noch eine halbe Minute! Und in der Top-Fitness sind wir auch drin für die nächste Folge schon. Genial. Noch einmal und dann können wir uns wirklich um den Hype kümmern. Noch. Die Sponsoren. Okay, fürs Muay-Thai-Training brauchen wir die 45, ist wurscht, dann machen wir das Boxen. Kümmern wir uns um den Uppercut und den Hocken. Timing, timing. Darauf kommt es an, wenn du deine Kämpfe gewinnen willst. Lasse genau so will ich das sehen. So muss das. Leider K.O. geschlagen. Leider. Noch eine halbe Minute. Ja, die halbe Minute, die schläft der andere. Passt gut. Wir sind jetzt nicht so in der Top-Fitness, aber wir sind in Top-Fitness drin. Dann schauen wir uns noch schnell die Hutu. Nächste Projekt, UFC, wird interessant. Das ist so ein richtiges Katastrophenprojekt, auf das freue ich mich schon.
Projekt, wo es Niederlagen hageln wird. Na passt, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der UFC mit dem CM Punk weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust. Vergesst mir meinen Leitspruch nicht, Respekt kommt von Respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!